Chopper Command von Activision auf dem Atari VCS 2600 System. Hallo und herzlich willkommen hier an Silvester. Das ist Chopper Command und ich bin euer Mr. Brennan 1974. Ein absoluter Atari-Klassiker, den man kennen muss, den ich auch wirklich damals zelebriert habe. Hat ein bisschen was von Defender und das hatte was von absoluter Dummheit. Das Spielprinzip ist relativ einfach. Ihr müsst nicht getroffen werden, müsst versuchen, die ganzen Trucks zu beschützen. Und desto mehr Trucks ihr da beschützt, desto besser ist das. Weil macht ihr das nämlich nicht, ist Game Over. So, ihr seht übrigens unten das Radar. Das ist auch meistens untypisch für solche Games. Hier gibt es also auch ein Radar, wo man genau sieht, was man als nächstes tun muss. So, das war doch schon Level 1. Das ist doch schon... Ja, Hubschrauber. Ungewöhnlich ist nicht unbedingt manövrierfähig. So, komm, komm, ich erwisch dich. Ihr kennt neben Defender sicherlich auch von Star Wars Game, wo es auch darum geht, um Walker zu erledigen. Im Prinzip ist das genauso. Aber Chopper Command hat mir, glaube ich, immer am meisten Spaß gemacht. Das war noch die Zeit, ich sage mal so schön, die Zeit, wo Activision noch richtig kreativ war. Und die waren zu der Zeit richtig gut. Also da konnte man in sich jedes Activision-Game der Welt greifen. Und das war ein Knaller. Heute soll das ja nicht mehr so gelten, sagt man. Hust, Hust, Hust. Na komm, wo bist du? Ihr kennt auch vielleicht, wer das noch kennt, Falcon Patrol vom C64. Das hat auch ein bisschen Ähnlichkeiten damit. Nur bei Falcon Patrol konnte man dann auch noch tanken. Das braucht man hier nicht. Aber sonst ist das typische Patrouillenmission. Ihr könnt wieder, wenn ihr wollt, mir ein Antwortvideo schicken. Aber ich denke, es gibt sicherlich 10.000 Leute, die mit dem Game besser umgehen können als ich. Aber ich sag mal so, wer auf Atari Games steht, sollte das Ding eigentlich in seiner Sammlung haben. Das ist absolut nice. Damit macht er nichts falsch. Uah. Na, einen habe ich noch gut. So, komm, komm, komm. Es gibt, ich weiß gar nicht mehr, ob es noch andere Gegnertypen gibt, als jetzt nur diesen Jet und den Hubschrauber. Ja, das war natürlich schön. Mitten rein. Ja, ich hoffe, ihr kommt gut rein ins nächste Jahr 2013. Heute an Silvester. Lasst es mal im wahrsten Sinne des Wortes ordentlich knallen. Und dann sehen wir uns 2013 wieder. Da habe ich noch ein bisschen was vor für euch. Seid mal gespannt. Ich werde dann auch so im Januar mal so einen Ausblick machen, was ich wie wo vorhab. Der eine oder andere weiß, warum das erst Mitte Januar passiert. Da sage ich dann auch was zu. Deswegen schon mal guten Rutsch. Wir sehen uns 2013. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten und für morgen habe ich noch was. Seid mal gespannt. Bis dann. Tschüss.